Wie schnell darf man jetzt hier fahren? 100. Und jetzt kann man sagen, boah, das ist der Grundsatz der Doppelsicherung und hängt hier voll den pädagogischen Slang raus. Ich will einfach nur, dass ihr keinen umballert. Kennst du das? Es gibt so Tage, wo man denkt, ich habe heute Morgen bei PayPal einen Konflikt geöffnet, weil ich seit 10 Tagen auf meine Nikes warte, die ich bestellt habe. Ne? Mhm. Hier ist übrigens so ein Abholzettel, der liegt hier seit 10 Tagen von DHL. Wie ein Irrer, fahr noch zu DHL, zur Postfiliale, die so, nein, das Paket haben wir gestern zurückgeschickt, also Freitag. Was geht ab, Freunde? Egal. Willkommen zurück zu einer neuen Fahrstunde. Vierte Fahrstunde. Wir machen eine Überlandfahrt und kombinieren das Ganze mit noch so zwei, drei anderen Skills. Also damit du auch weißt, was wir heute machen. Auch. Okay, ja, das ist gut. Ja, also weil Überlandfahrten sind ja Sonderfahrten und die gehören halt auch dazu. Und die muss man ja auch machen. Die ganze Zeit mit dir über eine Landstraße fahren und Kühe beobachten. Das ist halt... Das ist auch mal schön. Ja, ist schön, ein bisschen Naturkunde dabei. Aber am Ende des Tages hast du dann auch, Rob, Mann, was habe ich heute wieder gelernt? War wieder richtig gut heute. Zero. Prima, jetzt geht's los, toll, Dion, toll. Schön. Ups. Jetzt noch ein Rückwärtsgang rein, cool. Wir fahren da bergauf weiter, das bedeutet theoretisch musst du den Blinker links machen, wenn wir rückwärts nach links so rausfahren. Ja. Ist ein ganz schneller, ist richtig gut. Ich komm nicht dran. Mal so raustasten. Mal so ein bisschen gucken. Ja, das ist gut, genau, tastet sie mal raus. Jetzt, aber jetzt schnapp schon, jetzt schon volle Pulle einschlagen, weil sonst kriegen wir die Kurve nicht mehr. Genau, das sieht gut aus. Und da vorne, das passt auch? Ja, das passt wunderbar. Hm. Der Benz da hinten, der hat auch Geduld, das sieht auch schon mal gut aus. Ja, oh. Die muss er jetzt auch haben, ne? Ja. Yep. Und jetzt. Genau. Machst du nochmal einmal einen Außenspiegel, dass du siehst, dass der Benz wirklich Geduld hat. Mhm. Weil manchmal hat er die nicht und dann ist das auch blöd. Was ist denn mit dem Anschnaller hier los, ey? Schon dein Auto. Ja, aber das ist ja echt extrem hier heute. Naja. Anyway. Guck mal, du hast jetzt ja überall hier auf der Straße diese Hindernisse, ne? Ja. Also wenn keiner kommt, kannst du auch hier draußen bleiben, dann brauchst du nicht mal den Fisch machen. Okay. Aber wenn du jetzt wieder zurückgehst, check mal den Spiegel und so einen Seitenblick hier raus. Genau. Und wenn du jetzt wieder rausgehst, pass auf, Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Und wenn du ein Sternchen haben willst, tickst du den Blinker an. Aber nur anticken, dann ist einmal dieses Blink-Dings und dann ist cool. Okay. Und wenn du zurückgehst, wieder den. Mhm. Cool. Dann freut sich... Ja? Da habe ich jetzt den Schulterblick nicht gemacht. Bleib im zweiten, ist cool. 30 Zonen ist alles gut. Ja. Ja, was? Wie? Da habe ich... Ich habe jetzt nicht wieder... Beim Reinfahren habe ich jetzt nur innen und außen gemacht. Ja, das wäre okay. Das wäre okay. Guck mal, ja, das Ganze ist ja ein Prozess. Also der Prüfer guckt sich das ja an, was du von vorne bis hinten machst. Ja, okay. Nicht nur einmal, nicht geguckt, haha, durchgefallen. Sondern da gehört die ganze Folge dazu. Sehr gut, gute Reihenfolge. Guck mal, jetzt schon Kupplung durch, wegen dem Vorfahrtgewehren da oben rechts. Jetzt schon erste Gang, bleib aber nicht stehen. Roll langsam weiter, weil du ja nur Vorfahrtgewehren hast. Hi! Und dann ziehst du hier locker durch. So. Zweite Gang. Das ist wichtig, dass du bei Vorfahrt gewähren, das dann auch so handelst wie das jetzt. Mhm. Dass du nicht stehen bleibst, dann mal guckst oder so, sondern kontinuierlich so weitermachst. Mhm. Sehr gut. Habe ich überhaupt rechts gesagt oder hast du das gerade ausgedacht? Aber es wäre richtig gewesen. Also ich wollte Landstraße. Ich dachte, Landstraße, das kann genau auch rechts sein. Ist genau richtig. 21, 22, 23. Schnell eigentlich? 70. 100. Ja. Und genau. Ist ja eh. Yep. Einfach dritte Gang. Und dann läuft die Sache. So, warum steht hier nochmal ein 50-Schild? Ja, damit die aus der, wenn die hier aus der Straße rauskommen, nochmal dran erinnert werden quasi oder aufmerksam gemacht werden, dass hier eine 50 gefahren wird. Ja, genau. Da sollte ich mich auch mal dran halten. Ja, weil ich noch mit 14 zu mir ist ja voll die Frage. Weißt du, wie weit diese Pfosten auseinander sind? Mal 2. 50? Ja! Brauchst du schon erst 50 Meter? Ja, krass, ne? Mhm. Ratzi-fatzi. Ratzi-fatzi, guck mal, der Benz ist auch Fan, der bleibt nicht dran, ne? So. Wahrscheinlich, ich dachte eigentlich auch schon, dass er mich hier
fahren, wir folgen der Vorfahrtsstraße. Ja. So machen wir das. Genau. Keine Kupplung jetzt drücken, weil du der Vorfahrtsstraße folgst. Ja. Brauchst du halt nichts groß machen. Bremst nur ein bisschen runter. Genau. Dass der Prüfer nicht mit dem Kopf an der Scheibe knallt in der Prüfung hier und dann ganz einfach wieder aufs Gas drücken. Wenn das Schild hier nicht stehen würde mit der 50, ne? Mhm. Wie schnell wäre dann hier? 100. Ja. Das ist genau das nicht. Richtig gute Qualität hier auf der Straße. Ja. Egal. Special Edition. Ja nicht einsehen, also weißt du, fährst du langsamer. Jetzt musst du schauen, da es auch so steil bergauf geht. Also wie beim Fahrrad. Beim Fahrrad schaltest du dann eventuell auch einen Gang runter, wenn du einen hast. Beim Auto ist das ähnlich. Guck mal, du bist jetzt im dritten Gang und selbst wenn du jetzt Vollgas gibst, merkst du, das wird nicht aus dem Tag kommen. Jetzt sind wir im zweiten Gang. Einfach gucken durch den zweiten Gang. Und dann mach das gleiche nochmal. Jetzt gibst du nochmal Gas. Ja, drück ruhig drauf. Merkst du das dann? Ja, genau. Ja. Jetzt zieht der. Weil wie beim Fahrrad schaltest du runter, hast du wieder Power. Große Kurve, sehr gut. Wie schnell darf man jetzt hier fahren? Schon. 70? Nein! Was? Warum nicht? Ist kein Schild. Wo sind wir? In der Stadt oder? Ja, außerhalb. Wir sind nicht außerhalb. Guck mal, hier sind noch voll die Häuser und so. Ja, aber das ist Stadt? Das ist Stadt, ja. Okay, dann 50. Genau. Stell mal vor, jetzt mal nur rein hypothetisch. Du würdest hier mit 100 herballern. Ja. Und dir kommt jemand mit 100 entgegen. Weißt du, was hier los ist? Eine Rennleitung. Ja, okay. Wenn du mal auf die linke Seite guckst, ist ja, komm schon, die Fans. Ja. Wenn du auf die linke Seite guckst, da ist das Schild erst. Ja, okay. Stadt zu Ende, Ortsausgang. Mhm. Und rechts ist das 70, weil die nicht wollen, dass du mit 100 hier durchballerst. So, aber das war's. Und jetzt kannst du den vierten Gang nehmen, ja. Aber du und ich wegen der Kurve. Ne, bleib ruhig mal im vierten Gang. Jetzt musst du halt entscheiden, die Straße ist ja nicht besonders breit. Nee. Fast ein Kollege. Ja, klar. Alleine, ohne Fahrschüler, oder? Ja, das war Vito, mit dem ich gerade telefoniert habe, der die so. Doppelpedale in das Auto eingebaut hat. Ja. Vito, Junge. Ich fahre immer noch Golf. Allora. Ja, auf jeden Fall darfst du hier 70 fahren, ne? Mhm. Wenn das passt, musst du mal schauen. Dir kommen halt hier auch Busse entgegen. Mhm. Mit 70 und Busse entgegenkommen ist halt nicht so prickelnd, ne? Also für beide nicht. Bei so einer Straße wie hier keiner ist, darf ich dann ruhig die? No. Das erkennt man auch an der Art und Weise der Linie. Also die Linie ist ja durchgezogen, dann ist sie nicht zum Überqueren geeignet. Nur wirklich in ganz extremen Fällen, besonderen Situationen und so weiter. Also selbst wenn du jetzt hier ein Fahrrad vor dir gehabt hättest, dürftest du da nicht überholen. Jetzt wäre das okay. Ja, jetzt könntest du die Kurve schneiden und so weiter. Aber wenn du mal weit nach vorne guckst, siehst du, die haben das schon wieder ganz geschickt gemacht. Vor der nächsten Kurve haben sie die Linie wieder durchgezogen. Ja, nicht schneidest. Genau. So, und guck mal, ganz da hinten, Nick. Also du kriegst jetzt schon eine Ankündigung, Vorfahrt gewähren kommt gleich. Mhm. Und wenn du mal ganz weit nach links guckst, also dein Kopf weit links drehst, da hinten, kommen da Autos? Nee. Nee. Das bedeutet, wenn du jetzt runter gehst, das war ganz geschickt, ich filme mit der Kamera nach links. Wenn du jetzt runter gehst, in den zweiten Gang, einfach mal zweiter Gang, und leicht nach links guckst und du die Kupplung loslässt und da kommt keiner. Jetzt habe ich aber gar nichts gemacht. Ja. Jetzt habe ich mich nur auf links konzentriert. Ja, mir ging es auch erstmal nur um das Vorfahrtgewehr. Ja. Mir ging es darum, dass du weit nach links guckst, siehst, dass da kein Auto kommt und dann wieder vorne merkst, alles klar, das passt. Damit du diesen Sinn von Vorfahrtgewehren verinnerlichst. Mhm. Weil du das nachher sowieso auch anwenden sollst, aber du musst das in der Prüfung auch zeigen, dass du das weit verstanden hast.
Und wenn du so eine Gelegenheit hast wie die, push ruhig noch ein bisschen bis 17. Wenn du so eine Gelegenheit hast wie die, wo du so weit gucken kannst, dann kannst du Vorfahrt gewähren auch mit dem zweiten Gang nehmen. Okay. Und das ist halt ganz chillig. Dann ist halt locker da vorbei. Angenehmes Weiterfahren, ne? Ja? Angenehmes Weiterfahren. Angenehmes Weiterfahren. Der steht schon seit flüssiger Verkehr, oder? Keine Ahnung. Ja. Was soll ich mal nennen? Ekelhaft. Ja. Na gut, dabei haben wir jetzt halt den Spiegel aus dem Schulterblick vernachlässigt. Das erste Mal. Wir sind ja auch hier stufenweise Ausbildung. Ja, ganz gut. So. Nochmal ganz kurz ansprechen, weil im letzten Video haben dann zwei, drei Leute unter die Kommentare geschrieben, dass die Reihenfolge falsch ist. Dieses Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Oder was war das? Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick und dann Blinker. Und dann der Blinker, genau. Und nur mal, um das nochmal kurz klarzustellen. Ich mache das auch nur in diesem Video, in den anderen habe ich dann keinen Bock mehr, das nochmal klarzustellen. es gibt keine gesetzlich festgeschriebene Regelung für erst Innenspiegel, dann Außenspiegel, dann Blinken, dann Schulterblick oder erst Schulterblick, dann Spiegel, dann Blinken oder erst Blinken, dann Schulterblick, ihr wisst schon. Und der Grund, warum ich das so mache, ist, dass wenn man am Anfang anfängt, das so aufzubauen, also Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick, dann blinkt, dann hat man alles schon mal einmal gemacht. Und ist sich dann selber aber nicht mehr genau sicher kurz vorm Abbiegen, kommt da wirklich einer oder nicht. Und guckt automatisch nochmal kurz vorm Abbiegen. Und jetzt kann man sagen, boah, das ist der Grundsatz der Doppelsicherung und hängt da hier voll den pädagogischen Slang raus. Ich will einfach nur, dass ihr keinen umballert und deswegen ist diese Reihenfolge einfach am entspanntesten. Mhm. Ja. Und wenn man das so beibehält, kommt man safe durch die Prüfung. Darum bringe ich das. Darum diese Reihenfolge. Geradeaus weiter. Also wenn ich nichts sage, ne, oder der Prüfer nichts sagt, Kreisverkehr, immer das Gleiche. Ruhig Kupplung jetzt schon drücken, damit du vorher alles fertig machst. Zweiter Gang weit nach links gucken, roll aber weiter. Kupplung lösen, alles lösen, damit du die Hand wieder oben hast, genau zum übergreifenden Lenken. Dann Spiegel, Blinker, Schulterblick, guck, alles fertig. Und dann gehst du hier ab. Zieh erstmal, bevor du schon den hier machst. Was mache ich erstmal? Du bist halt aus dem Kreisverkehr gekommen und hast direkt den hier gemacht. So, okay. Diese Bosshaltung. Weißt du, sieht halt pädagogischer aus, wenn du aus dem Kreisverkehr kommst und machst dann so, dann so. Okay. Ja, der Audi bleibt aber dran hinter uns. Ne? Der ist auch krass, der rennt immer hier lang. Kennst du den? Seit ich fahre nicht so viel Auto. Ach ja. Seit 10 Jahren, ohne Scheiß, läuft er hier lang, jeden Echt? Tag. Frau auf dem Mund, der war schon ein paar Mal in der Zeit. Ist ähnlich wie der... Ja, der den Verkehr regelt. Nee, der Obdachlose. Ja, den kenne ich auch, hier diesen weißhaarigen. Ja, genau. Der wohnt in Garm. Ja. Nee, der... Ja, genau den. Der immer nach Brambo war, der Obdachlose, der immer von... Ja, aber den gibt's nicht mehr. Nee, ich weiß nicht. Irgendwann lag der im Graben da bei der... Ach so. Ja. Ich glaube, der geschafft. Wurde auch angefahren. Oh. Nee, der wurde tatsächlich, glaube ich, auf dem Weg dann auch angefahren. Ja, das ist scheiße. Kreuzung oder Einmündung, kommt sofort hier wieder eine Straße, sofort wieder wiederholen. Mhm. Wenn das nicht hier stehen würde, wäre direkt 100. Das ist jetzt keine Stadt? Nee, noch nicht. Solange du kein Ortseingangsschild gesehen hast, ist das keine Stadt. Also klar, ist das hier eine Ortschaft, ja. Aber wir sind noch nicht innerhalb geschlossener Ortschaft. Wir sind noch nicht in, das ist so slangmäßig in der Stadt, weißt du? Wir fahren die erste aus dem Kreisverkehr wieder raus. Genau. Dadurch, dass du das jetzt schon machst, hast du es gleich entspannter. Dann langsam weiterrollen, beobachte den, roll weiter, weiterrollen, Kupplung langsam lösen, Hände mal hoch, guck mal, sieht voll gut aus jetzt, pädagogisch. Spiegel und Blinker und Schulterblick. Jetzt habe ich wieder alles gleichzeitig gemacht, das war nicht gut. Ja gut, aber du warst schon mal hier, sieht schon gut aus. So, und dann zieh wieder bis 50 hoch. Fertig. Korrekt! Korrekt. Ja, echt voll ärgerlich mit den Schuhen, ey. Richtig krass. Der ist wirklich scheiße. Ja.
Plan ist, die jetzt wieder zurück mit Fußball. Vor allem jetzt fliegen die wieder zurück nach Amerika oder China oder was weiß ich. Ja, voll die coolen Sneaker. Ich habe mich voll gefreut. Mhm. Und ich wundere mich da schon, warum die nicht ankommen. Schon da bei PayPal. Und heute Morgen habe ich da einen Konflikt eröffnet. Ja. Kann der Chinese gar nichts für, der die verschickt hat. Scheiße, ey. Ja, jetzt weiß ich auch noch nicht, was ich mache. Keine Ahnung, ob das wieder da eben. Ja, bestimmt schicken die dann wahrscheinlich einfach wieder neu los. Rolllocker weiter. Zieh Grenzen. Rolllocker. Ja, weißt du, was da manchmal los ist? Gut. Das Vorfahrtgewehren ist übrigens nicht für dich, sondern so fahrenmäßig, dann wenn die hier so. Ja. Ich meine, es wird ja nicht. Irgendwann kennt man sich in Lünen oder man kennt sich dann irgendwann in seiner eigenen Stadt wahrscheinlich auch ganz gut aus, aber ja, alles wisst ihr ja auch mal, nicht. Warte mal ganz kurz, guck mal, die beiden fahren jetzt hier nebeneinander, ne? Mhm. Du darfst nicht über die Linie fahren. Mhm. Das war eine Käsesituation. Okay. Hätte ich eigentlich dann dahinter bleiben müssen. Du musst das schauen, wie die sich verhalten. Du kannst dann nicht einfach so locker, wie das jeder macht, der einen Führerschein hat, einfach vorbeiziehen. Okay. Da beobachtet der Prüfer dich ganz genau. Dann beobachtet der Prüfer dich ganz genau, was du da machst. Jetzt erstmal langsam auf den Kreis zu. Langsamer, brauchst mehr Zeit. Wenn da vorne hier Olivia kommt und der hier locker weiterrollen. Kein Gas. Geradeaus, oder? Ja. Guck mal, Kupplung und Stopp. Das kriegst du nur so locker hin, wenn du dir Zeit lässt. Wenn du hier, mach mal einen Schulterblick, vielleicht kommt ihre Schwester. Ja. Und diese Zeit brauchst du. Deswegen vor dem Kreisverkehr immer gut runterbremsen. Gas geben kannst du immer noch, wenn dir langweilig wird. Aber du merkst ja, diese ganzen Manöver sind halt so. Ja, müssen erst mal sich setzen. Ne? Genau. So, wir fahren dann rechts weiter. Jetzt schon anfangen zu gucken. Gut. Kurve zweiter dann, oder? Immer. Ja, oder jetzt auch nicht mehr. Ja, das ist ja richtig. Mensch, den Gurt hier ist echt super. Was? Ich weiß noch nicht genau. Auf der Ampel, ne? Mhm. Das heißt, das kriegen wir mal andere. Genau, die Fußgänger nehme ich. Das heißt, du musst einen Schulterblick hier hin machen. Und wenn dann da keiner kommt, ist alles cool, kannst du locker rum. Und da fahren wir Richtung Olfen weiter. Olfen, bitte geholfen. Ja. Und in Selben gibt es auch einen Helm oder so. Ja, genau. Gibt es auch noch so einen richtigen Track. In Selben gibt es, das ist ein richtiger Track. Ja, ich hab's jetzt aber ehrlich gesagt. Sorry, mehr bremsen. Wo war Selm? Geradeaus. Ja, okay. Nichts machen, nichts beobachte. Weiter rollen. Siehst du deinen Blinker? Mhm. Und da, das einfach locker beobachten. Geradeaus wieder raus. Sauber. Und jetzt direkt links das Schild wieder checken. Mhm. So, wie schnell eigentlich? Ortsausgang war das nicht. Genau. 100. So, nächstes Schild, guck mal, oben rechts. 30. Jo. Ja doch, aber frag mich nicht warum. Also da ist ruhig weg, Kupplung zweite Gang, hier ist sogar die große Baustellenausfahrt. Wenn du nicht bremst, bremst jetzt der Gang. Das, ach so, ich hätte bremsen sollen? Ja, weil sonst bremst der Gang. Alles klar. Also 30 mal zweite Gang ist cool. Mhm. Wenn du nicht auf 30 bremst, sondern du schaltest bei 40 in zweiten Gang und lässt die Kupplung los, mhm, dann machen wir so einen 10 km/h Satz, nämlich den hier. Okay. So hat man das auch gerne als Fahrschüler. Schön Anführer von der Kolonne. Das ist richtig gut, ne? Hinten ist auf jeden Fall. Läuft. Deswegen steht meine Telefonnummer auch nicht hinten auf dem Auto. Ja, das ist vorausschauend. Vorsicht, wieder, guck mal, der gleiche Scheiß. Jetzt ist die Linie gestrichelt, alles cool. Da kannst du Spiegel gucken und drumherum fahren. Das Blöde ist, wenn die Linie durchgezogen ist. Ja. Du darfst da nicht drüber fahren. Und da das halt Prüfer sind, beurteilen die das halt ganz genau. Was du machst, wenn du den Führerschein in der Tasche hast, ist nicht mehr deren Bier, nicht mein Bier, das kannst du machen, was du willst. Und weiter, guck mal auf den Kreis. Gut. Ortseingang, siehst du? Ab jetzt wieder 50. Und das ist immer nur das, woran du das erkennst, an nichts anderem. Locker wieder weiter und auf den Moped-Typen gucken. Roll weiter. Nee, geht nicht. Genau. Und jetzt
Kann jetzt? Ich die jetzt noch abfahren? Weil die hat nicht geblinkt. Gut, dann kein Risiko. Und die zwei hübschen Lichter. Ich nenne es wohl auch rosa. Da ist die dicke Luft. So, schön wär. Nee, ist der dritte. Ah. Ja. Schneide ich auch aus. Ja, nee, ist nur geschnitten. Gut. Nur geschnittene Version. Schön locker. Wichtig ist bei all diesen Moves, die du machst, ja, und auch wenn du Entscheidungen triffst, mach die nie hektisch und schnell.